Wir haben hier einen Wasserstoffgenerator gesehen. Als nächstes sehen wir jetzt auch einen professionellen Generator, der Strom produziert. Es ist ein Motorgenerator, der wird von der amerikanischen Firma Quanta Magnetic Generators vertrieben, und zwar als Bausatz. Wir haben das vor ein paar Wochen bestellt und dann nach und nach zusammengebaut. Ja, ein paar Tage braucht man schon. Und wie Sie hier sehen, im nächsten Bild, ich gehe da nochmal zurück, besteht der Generator aus einem Rotor mit einigen Neodym-Permanentmagneten, N52, die sind nicht rot, das sind also Abdeckkappen nur, die sind wirklich sehr stark, also beim Einbauen ist was manchmal passiert, dass die irgendwie rausgerutscht sind und dann zack, zusammengeschlagen. Ich habe sinnvollerweise 7, die muss man separat bestellen, 7 bestellt, hat 6, dann hatte ich noch einen, der noch gut aussah, bei einem anderen ist eine Ecke abgegangen. Aber die Dinger funktionieren, das Prinzip ist folgendes, es ist ein bisschen Lötarbeit, weil man muss die ganzen Drähte von den Spulen, es sind immer eine ganze Menge Spulen, dann zusammenlöten auf ein Lötf, auf eine Platine und dort geht das in Gleichrichter. Das heißt, die Funktion ist folgende. Ich habe hier auf der einen Seite 6 Spulen, die energetisiert werden, das heißt von einem Netzgerät zum Beispiel, allerdings nicht konstant, es ist zwar Gleichstrom, aber es wird gesteuert über Pulse. Das heißt, ich habe auf der einen Seite, das können Sie auch sehen, einen Detektor, der genau die Winkelstellung misst und zu ganz bestimmten Winkelstellungen Strom in die Spulen schickt, sodass ein kurzes Magnetfeld dann die Permanentmagneten abstößt. Ist also auf Abstoßung basiert das Prinzip. Das heißt, der Rotor beginnt zu drehen, so etwa 1500 Umdrehungen, das kann man einstellen. Und wenn der Rotor sich dreht, ist klar, dass die Permanentmagneten auf dem Rotor natürlich in den Sekundärspulen, die jetzt Leistung abgeben, eine Spannung induziert und da kann man Leistung entnehmen. Die große Frage ist jetzt, was man damit machen kann. Es ist im Prinzip ein Experimentieraufbau. Man kann jetzt verschiedene Sachen variieren. Man kann diese Schaltzeiten variieren, USW. Man kann auch die Rückschlagimpulse der Spulen, wenn die Spule abgeschaltet wird durch den kurzen gepulsten Strom, gibt es ja hohe Schaltspitzen. Die kann man natürlich auch noch verwenden im Sinne einer Batterieaufladung oder Ähnliches. Die Firma Quanta Magnetic macht zwar interessante Angaben, was man damit alles machen kann, und wir haben uns das einfach mal besorgt für 1700 Dollar, um mal ein Gerät zu haben, mit dem man experimentieren kann. Es ist also eine recht interessante Sache. Sie sehen jetzt im nächsten Bild den Aufbau auf unserem Esstisch, wo ich dann den Tisch mit Zeitungspapier belegt habe und da heftig gelötet habe. Und Sie sehen jetzt, warum das hier nicht läuft. Ich wollte es eigentlich zum Laufen bringen. Ich habe es ja x-mal schon gelaufen gelassen. Liegt daran, dass wir auf der einen Seite ein Relais haben, das mit einer Gleichspannung von 3,5 Volt bis 35 Volt Spannungen auf der anderen Seite bis zu 400 Volt schalten kann, weil diese Spulenströme müssen ein- und ausgeschaltet werden. Und dieses Relais ist mir aus irgendeinem Grund kaputt gegangen, vielleicht habe ich einen Kurzschluss gemacht und dann habe ich versucht, auf die Schnelle ein neues zu bestellen. Ich habe aber nur ein Wechselstromrelais gekriegt, das gibt es auch, aber damit funktioniert es nicht. Jetzt habe ich in China das richtige Bauteil bestellt. In den USA kann man es auch bestellen, aber die liefern komischerweise der Shop nur die Amerikaner, nicht die Europäer. Und das ist eben nicht rechtzeitig eingetroffen. Macht aber nichts. Sie können sich vorstellen, wie es läuft. Sie können den Rotor bewegen. Er ist sehr gut gelagert mit sehr guten Kugellagern. Und es ist einfach eine hübsche Sache. Jetzt aber machen wir gleich mal weiter zum nächsten. Aha. Ich zeige noch mal kurz die Bilder. Es gibt eine Webseite, die habe ich vielleicht hier auch erwähnt. Unter Google Quanta Magnetic Generators finden Sie das wahrscheinlich. Das da, was hier abgebildet ist, eine größere Maschine, die kostet um die 3000 Dollar. Das heißt da, dass es eine bemerkenswerte neuer technologischer Fortschritt ist in dem Bereich der experimentellen Motorgeneratoren. Er produziert eben elektrische Resonanz und regenerative
Leistung für hocheffiziente Batterieaufladeexperimente. Es wird auch Toroid-Generator genannt und damit haben wir ein bisschen dann gleich einen Übergang zu einem der nächsten Punkte. Man kann als Eingang nehmen auch natürlich Solarzellenspannung oder Netzgerät. Ich habe es mit dem Netzgerät probiert. Hier nochmal der Aufbau. Es gibt ein sehr präzises, eine präzise Bauanleitung. Die ist dann in dem Preis, wenn man das Ganze kauft, eingeschlossen. Man kann sie aber auch separat sich beziehen. Man kriegt sie als PDF-File. Und ja, da unten ist nur die Webseite. Die können Sie sich sicher merken. Das heißt www.quantamagneticstore. Warum Quanta? Kann man philosophieren. quantamagneticstore.com. Und das mit dem Schrägstrich, das ist so die erste Seite oder die Seite, die ich gezeigt habe.